Und schon wieder beginnt es mit dem gleichen Muster. Erst die Hitze, dann kommen wieder schwere Gewitter bzw. Unwetter zurück nach Deutschland. Damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier bei Justins Wetter. Das sind nämlich ganz interessante Karten, die die Modelle hier aktuell berechnen. Erst große Hitze am Montag und Dienstag und darauf folgend ab Dienstagnachmittag wird es dann doch schwere Gewitter bzw. Unwetter mit Starkregen, Hagel und auch Sturmböen geben. Aber das werden wir uns in diesem Video jetzt ein bisschen genauer anschauen. Das sehen wir hier schon mal in dieser Vorschau. Als allererstes habe ich mal zwei Wetterbilder mitgebracht. Das erste ist vom David in Frankfurt am Main. Hier im Hintergrund sieht man diese wirklich sehr, sehr heftigen Gewitter bzw. Unwetterwolken, wo sich dann wohl kräftige Gewitter bzw. Unwetter gebildet haben. Und dann habe ich noch ein Bild von Justus aka Wetterkosmos aus der Südschweiz mit diesem wunderschönen See, mit diesem türkisen Wasser. Also danke für die Zusendung der Bilder. Und wenn ihr auch Fotos, Bilder, Videos etc. habt, könnt ihr mir sie gerne an justinswetter@gmail.com schicken. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Wir legen los und schauen jetzt mal die Luftmasse nach dem GFS-Modell uns an. Und da sehen wir dann, wie aus Südwesten dann jetzt am Montag sehr, sehr warme bis heiße Temperaturen uns erreichen werden. Mit teilweise 20 Grad in 1500 Metern Höhe Richtung Nordosten, wohl noch etwas kühler. Und dann kommt der Dienstag mit einer möglichen Kaltfront, die dann im Westen liegen würde. Vorderseitig, also NRW, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, doch schwerste Unwetter möglich. Und da könnte sich dann durchaus Richtung Westen auch noch ein heftiges Gewitter bzw. Unwettertief mit einnisten. Und das Ganze könnte dann nochmal so richtig angekurbelt werden. Und die Kaltfront kommt dann langsam allmählich wohl Richtung Osten voran, würde dann am Mittwoch ja so in der Osthälfte liegen. Vom Westen kommt dann doch deutlich stabilere, aber auch kühlere Luft auf mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe von nur noch um die 10 Grad, während wir hier noch bei 15 bis 20 Grad in 1500 Metern Höhe Richtung Osten liegen würden. Schauen wir uns jetzt als nächstes mal die Tageshöchsttemperaturen als allererstes vom Montag an. Und da wird es vor allem im Westen, Südwesten sehr, sehr heiß. Richtung Nord- und Ostseeküste noch relativ frisch mit Temperaturen mal bis zu 24 oder 25 Grad, also frisch in Anführungszeichen. Richtung Süddeutschland auch sehr, sehr warm. Aber wie gesagt, der Westen doch sehr, sehr heiß mit Temperaturen örtlich bis zu 33 oder 34, wenn nicht sogar 35 oder 36 Grad. Örtlich könnten wir dann eventuell auch die 37 Grad erreichen. Dann kommt der Dienstag und die Hitze würde nach dem GFS-Modell wohl im Westen oder die größte Hitze würde im Westen bleiben, mit Temperaturen auch noch mal bis zu 35 Grad örtlich, die hier aktuell berechnet werden. Aber zudem haben wir über Deutschland ein sehr, sehr großes Feld, wo es doch sehr, sehr warm mit Temperaturen von über 30 Grad, wo es dann, wie gesagt, diese sehr, sehr heißen Temperaturen geben würde. An Nord- und Ostsee auch allmählich wärmer mit Temperaturen dann wohl schon Richtung 27 Grad. Aber von Nordwesten würde es allerdings schon wieder mit dieser möglichen Kaltfront etwas kühler werden. Und die Kaltfront, die rauscht dann wohl am Mittwoch ja, über den Westen hinweg oder in der Nacht zu Mittwoch mit diesen wirklich sehr, sehr schweren Gewittern beziehungsweise Unwettern mit dann doch deutlich kühleren Temperaturen von teilweise 15 bis 22 Grad nur noch im Westen, Richtung Osten noch Temperaturen an die 33 oder wenn nicht sogar 34 Grad. Und dann wäre die Hitze erstmal vorbei und dann würden wir dann doch allmählich in eher Herbstwetter reinkommen, das sich sehr, sehr wechselhaft gestalten wird. Da schauen wir dann morgen wieder drauf. Wir werden jetzt aber noch mal ein bisschen genau auf die Gewitter beziehungsweise Unwetter schauen. Hier jetzt erstmal die Cape-Werte nach dem GFS-Modell und da hätten wir vor allem im Westen und Südwesten erhöhte Cape-Werte, aber hier ist es noch nicht sicher, ob es auslöst. Nach neuesten Trends eher nicht. Die schwersten Gewitter kommen dann doch eher am Dienstag. Auch nach dem Ike-Modell vor allem im Westen, Südwesten und in der Südhälfte dann doch diese enormen Cape-Werte mit an die 3000 Joule pro Kilogramm, die hier berechnet werden. Aber auch nach dem Ike-Modell wird es wohl nicht auslösen. Wenn es auslösen sollte, dann eher im Westen oder in den Mittelgebirgen, zum Beispiel Schwäbische Alb, ja, dann eventuell Bayerischer Wald wäre möglich. Die Alpen, außerdem wäre es dann doch möglich, dass es aus der Eifel und im Sauerland und im Bergischen sich auch das ein oder andere heftige Gewitter bilden könnte. Aber da am Montag wird voraussichtlich überall fast alles gedeckelt sein.
Schauen wir uns dazu dann jetzt die Cape-Werte nach dem GFS-Modell vom Dienstag an. Vor allem im Westen und Südwesten enorme Cape-Werte mit doch 2.000 bis 3.000 Joule pro Kilogramm, die hier aktuell wieder berechnet werden. Richtung Osten und Nordosten weiterhin diese sehr, sehr trockene Luft. Und das Eigenmodell haut in Sachen Cape-Werten, vor allem mit NRW, einen raus. Teilweise werden hier bis zu 4, örtlich auch 5.000 Joule pro Kilogramm gerechnet. Also das sind dann doch schon extreme Werte, die das Eigenmodell hier dann doch ausspuckt. Vor allem dann im Nordwesten Richtung NRW, Niedersachsen, dann bis Rheinland-Pfalz diese hohen Cape-Werte und einmal noch an den Alpen wirklich diese extremen Cape-Werte, die hier berechnet werden. Schauen wir uns zwei Modelle dann jetzt an. Und da habe ich hier die Situation jetzt mal nach dem GFS-Modell mir rausgesucht. Und das könnte heftig werden. Das sage ich euch mit dann doch wirklich sehr, sehr kräftigen Gewittern und Unwettern oder schwersten Unwettern, die dann hier in der Westhälfte sich bilden sollen mit Starkregen, Hagel und auch Sturmböen. Also im Westen heißt es dann doch aufpassen. Vor allem am Dienstag, aber genau die Zone, wo es diese wirklich sehr, sehr heftigen Gewitter gibt, kann man noch nicht eingrenzen. Das werde ich auch noch nicht eingrenzen. Das ist jetzt der erste grobe Trend zu den möglichen Unwettern. Während wir es hier Richtung Nordosten, das ist aber so gut wie sicher noch mit sehr, sehr sonnigem Wetter zu tun hätten. Dazu spielt wahrscheinlich der Starkregen nach jetzigem Stand eine sehr, sehr große Rolle. Vor allem Richtung NRW mit diesem Cluster oder mit dieser Front, die er aufziehen könnte. 40 Liter in kurzer Zeit auch an den Alpen. Mit diesen Alpenzellen auch einzelne durchaus sehr, sehr hohe Regenmengen mit dabei. Dann schauen wir uns das ECMWF-Modell an und da hätten wir auch nach diesem Modell einen heftigen Unwettercluster Richtung NRW mit Starkregen, Hagel, Sturmböen. Also das komplette Programm wäre mit dabei. Die Cape-Werte sind ja hoch genug, um dann ja die Gewitter deutlich in die Höhe schießen zu lassen. Und zusätzlich noch sehr, sehr heftig könnten die Gewitter dazu auch noch werden. Und dazu habe ich auch diese Region noch eingegrenzt. Vor allem in der Osthälfte sehr, sehr sonnig. Aber Richtung Westen dann doch wirklich diese schweren Gewitter bzw. Unwetter mit Starkregen, Hagel, Sturmböen etc. Aber genauere Bereiche will ich noch nicht eingrenzen. Und kann ich auch noch nicht. Schauen wir uns dann jetzt noch die Niederschlagsmengen bis zum 16.8. an, also bis Freitag in einer Woche. Und vor allem mit diesen Gewittern bzw. Unwettern sind die Niederschlagsmengen dann doch im Westen erhöht mit teilweise 30 bis 50, örtlich auch 60 oder 70 Liter pro Quadratmeter, die hier aktuell berechnet werden. An den Alpen auch einiges an Niederschlag. Hier könnten ja auch heftige Alpenzellen entstehen. Richtung Nordosten eher fast gar nichts an Niederschlag. So, wir sind jetzt durch eigentlich mit dieser Wettervorsage. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, werdet gerne Kanalmitglied, um mich zu unterstützen. Aber wie gesagt, ist das alles kein Muss. Ich würde mich aber sehr darüber freuen. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Wettervorsage wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Also macht's gut, wir sehen uns, haut rein. Bis dann, ciao.